ketogene Ernährung. Wo man nur hinguckt und hinhört, in der ganzen Gesundheitsbranche boomt es so von Low Carb, Ketogen. Ich ernähre mich persönlich nicht speziell ketogen, aber ich dachte mir, da der Hype doch so groß ist und es hat auch durchaus seine Berechtigung, hat auch positive Eigenschaften, wenn man das natürlich nicht übertreibt wie alles, dann dachte ich mir, Brot ketogen gestalten wäre doch auch mal ein cooles Experiment. Ich habe online auch ein Rezept gefunden, das werde ich euch unten verlinken, von Primal State. Jan Budde hat das hochgeladen. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber nur die Inspiration, die Idee kam nicht von mir persönlich. Deshalb werde ich es einfach unten verlinken. Guckt im Original, im Originalrezept da auch gerne mal vorbei. Er hat übrigens eine tolle Webseite rund um das Thema ketogen Leben, richtig Low Carb. Und das Rezept fand ich aber cool, dachte ich mir, ich probiere es aus. Dieses Brot, was ich jetzt mit euch teile, ist glutenfrei, es ist low carb, es ist sehr ballaststoffreich. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich ketogen ernährt, sind ja meistens fallen sehr viele ballaststoffreiche Dinge weg, wie Obst oder Getreide, Hülsenfrüchte. Es wird dann sehr viel Fett gegessen, Proteine, Eiweiß, aber das hilft halt nicht, damit die Verdauung regelmäßig funktioniert. Und deshalb wollte ich jetzt eben auch darauf achten, dass wir besonders auch ein ballaststoffreiches, ketogenes Brot haben, damit, falls ihr ketogen oder low carb euch ernährt und mit Verstopfungen zu kämpfen habt, dass ihr vielleicht da eine nette Abhilfe euch auch schaffen könnt. Und was auch total toll ist, das ist eigentlich kein Brot, es sind eher so Semmeln, die sind super gut zum Mitnehmen, wappen auch total gut zusammen und kann man ein toll, richtig fettes Burger sich daraus machen, so ein Burger-Sandwich, und das hält alles gut zusammen und schmeckt auch super, super lecker. Also, dann lasst euch überraschen, wie wir dieses Keto-Brot zaubern. Für unsere selbstgemachten Keto-Semmeln oder Keto-Brötchen, wo auch immer ihr wohnt und es anders nennt, brauchen wir nur ein paar wenige Zutaten. Wir haben hier einmal 250 Milliliter Wasser. Ich nehme ein bisschen Kreuzkümmel, weil es gibt den ganzen Semmeln, finde ich, einen super leckeren Geschmack. Dann ein bisschen Backpulver, 3 Eiweiß, etwas Salz, Flohsamenschalen für die Ballaststoffe und ein bisschen Mandeln. Die Mandeln, wie immer, ihr kennt mich ja schon, beziehungsweise wenn ihr schon länger auf dem Kanal unterwegs seid, wisst ihr, dass ich mit Mandeln, genauso wie mit Hülsenfrüchten und Getreide, sehr vorsichtig umgehe. Das heißt, ich präpariere die immer traditionell. Das heißt, ich habe die davor über Nacht schon eingeweicht und einfach danach im Dörrgerät getrocknet. Und jetzt habe ich hier quasi eingeweicht und bereits getrocknete Mandeln. Das würde ich sehr, sehr empfehlen, denn das verbessert einfach die Verdaulichkeit. Es liegt nicht so schwer im Magen und ihr habt einfach ein besseres Gefühl nach dem Essen und fühlt euch vielleicht nicht so schwer. Genau, das schätzen zwar viele, aber in Nüssen haben wir auch viele Antinährstoffe und deshalb sollten wir auch bei der Zubereitung von Nussgerichten darauf achten. Aber falls ihr das jetzt überspringen wollt, das sind die Zutaten, die ihr braucht. Und Schritt Nummer 1, wir machen aus diesen Mandeln jetzt Mandelmehl. Und Schritt Nummer 2, wir erwärmen das Wasser bis kurz bevor es siedet, dann machen wir es wieder aus und lassen es ganz kurz abkühlen, dass wir so nach die Hände nicht verbrennen, aber einfach jetzt halt mal erwärmendes Wasser. So, das Mandelmehl ist jetzt halt fertig und das heiße Wasser haben wir auch. Hier nebenan habe ich es stehen und jetzt halt einfach die ganzen trockenen Zutaten miteinander vermischen. Nachdem wir jetzt halt die ganzen trockenen Zutaten miteinander vermischt haben, kommen jetzt halt die ganzen feuchten Zutaten noch mit rein in den Teig. Fangen wir gleich mal an mit unserem heißen Wasser. Also es wird nicht mehr kochend heiß, aber es ist noch sehr warm. Ihr solltet euch natürlich nicht die Finger verbrennen. Das wäre nicht gut. Und sobald ihr merkt, das Wasser reicht nicht oder das Wasser bedeckt nicht den ganzen Teig, einfach noch ein bisschen nachschütten. Jetzt schütte ich einfach noch ein bisschen kaltes Wasser mit dazu. Die genauen Mengenangaben gibt es wie immer unten in der Infobox. Ihr seht, die Flohsamenschalen, die saugen gleich das ganze Wasser gierig auf. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr einfach mehr Wasser brauchen werdet. Mir reichen die 250 Gramm Wasser oder 200 Milliliter Wasser auch immer nie. Ich gebe immer noch nach Gefühl Wasser nach, bis der ganze Teig schön bedeckt ist. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, frische Kräuter oder halt ein Gewürz noch reinzutun in diese Semmeln, denn dann riecht es schon allein beim Kneten vom Teig lecker nach diesen Gewürzen.
und es macht auch nochmal das Endprodukt schmackhafter. Sobald der Teig eine Masse gebildet hat, nicht mehr rutschig ist und auch irgendwie das Gefühl habt, er hält echt gut zusammen und fällt euch hier irgendwie nicht auseinander, dann ist der schon fertig. Und jetzt ölen wir uns ein bisschen noch unsere Hände ein und formen daraus so 6 bis 7 Bällchen. Schnappt euch einfach ein Öl eurer Wahl, schmiert euch damit die Hände ein, dann geht's besser. Und jetzt einfach immer so in kleinen Bällchen die Semmeln abrubbeln. Bei mir sind das jetzt 8 Semmeln geworden und die kommen jetzt bei 180 Grad unter Oberhitze für so circa 50 Minuten in den Ofen. Das sind jetzt unsere fertigen Semmeln. Ich habe sie gerade aus dem Ofen rausgetan. Wenn ihr drauf klopft und die sich so hohl anhören, ich teste es gerade mal kurz aus, dann wisst ihr, die sind fertig. Falls ihr doch kein hohles Klopfgeräusch hört, dann heißt es, die müssen noch ein bisschen länger im Ofen bleiben, vielleicht noch weitere 10 Minuten. Aber ansonsten sind die fertig, sind mega aufgegangen. Ich hoffe, man erkennt es. Wir lassen sie jetzt einfach mal ein bisschen abkühlen und danach schneide ich sie auf, damit ihr nochmal seht, wie dann die fertigen Semmeln aussehen. Keto-Brötchen sind jetzt abgekühlt. Wie ihr seht, ist schon ein Keto-Brötchen weniger, da sich jemand aus meiner Familie schon eins geschnappt hat. Jetzt hat, ich würde sagen, ja, ein bisschen Foodporn wie immer, gell? Ich schneide jetzt einfach mal eine Semmel auf für euch. Also die gehen wirklich super easy peasy durch, sind total weich. Also meine Oma liebt die, weil, ja gut, wenn man schon im Alter nicht mehr das beste Gebiss hat, sind die auch super weich zum Durchkriegen. Und so sehen die von innen aus. Mega fluffig, mega leicht. Könnt ihr einfach bestreichen mit was immer ihr wollt. Halten gut zusammen. Also ich war echt begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass so Keto-Brötchen auch wirklich gut schmecken und dann eben auch nicht so schwer im Magen liegen, trotzdem ballaststoffreich sind. Also dieses Rezept kann ich wirklich nur empfehlen. Also an dieser Stelle nochmal danke an Jan. Ich habe es natürlich ein bisschen abgewandelt, aber das Grundrezept ist ja wie gesagt von ihm. Und ich kann nur sagen, Daumen nach oben, das Rezept ist geil, macht's auf jeden Fall mal nach. Ich hoffe, diese Keto-Brötchen haben euch gefallen und ihr probiert die gerne mal aus. Ich habe ja schon ein Video hochgeladen zu selbstgemachtem Einkornbrot und selbstgemachtem glutenfreien fermentierten Haferbrot. Könnt ihr auch sehr gerne auschecken. Diese 3 Brotsachen und auch das Keto-Brot, das sind 3 Sachen, die ich jetzt echt regelmäßig backe und esse und wechsle mich da jetzt immer ab, weil ich die alle 3 mega lecker finde und eine nette Abwechslung im Alltag. Wie gesagt, sind auch simpel und easy peasy zu machen und genau. Dann hoffe ich, dass ihr das gerne mal nachprobiert. Lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Und lasst mir auch gerne euer Rezept, wie immer. Ich freue mich da immer drauf hin oder drauf auf. Ich freue mich, wenn ihr mir auch euer Lieblingsrezept da lasst. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Lasst es euch schmecken. Tschüss!